guten Morgen zusammen. Da ist ja immer viel zu tun, aber nur das Wichtigste in Kürze. Was darf ich heute darin? Ich darf wieder das Fahrzeug 1 fahren. Natürlich, welche Überraschung. Okay. Ja, ja, ist schon klar. Ich mache wieder sauber. Gut, damit herzlich willkommen erstmal zum Feuerwehrsimulator. Oder Berufsfeuerwehrsimulator. Berufsfeuerwehr, die Simulation. So heißt das Spiel ja. Wir müssen wieder ein Auto waschen gehen. Das heißt, unser Auto waschen gehen. Das machen wir jetzt auch direkt in der nächsten. Jetzt hier. Also, langsam merkt man auch, dass es echt ein bisschen Spaß macht, das Spiel so. Abgesehen vom ganzen grafischen alles drum und dran, macht das aber durchaus Laune. So, machen wir dann müssen wir so ganz runter. Ich hoffe, dass es dabei kein. So, wir dürfen wieder Fahrzeug 1 fahren. Ich denke. Wir müssen wieder sauber machen. Tausend Punkte brauchen wir, um den nächsten Rang zu erreichen. Das versuche ich in dieser Folge auch reinzubekommen. Das passiert mal, dass ein Auto durchaus dreckig wird. Gut, dass hier unbegrenzt Wasser drin ist. Oh, guck mal gerade, ob noch was ist. So. Gut, dann legen wir das mal da hin. Ach nee, hier ist immer noch Dreck. Hi. Komme ich da was hoch? Nee. Ich hätte halt gedacht, aufs Dach vielleicht noch können gehen oder so. So, bin mal gespannt, was wir uns jetzt auch heute anstehen. So, jetzt kann ich hier nämlich das so machen. Da ist schon als Einsatz. Vom Gelände Chemiewerks. Leichte Rauchentwicklung. Okay. Das ist nicht immer so ganz gut. Chemiewerk, alles klar, Abflug. Das ist direkt hier vorne gut. Ja, auf dem Rückweg auf jeden Fall mal tanken fahren.
Ah, da vorne brennt eine Palette, okay. Schon erledigt. So, der Einsatz kann somit abgemeldet werden, sehr schön. So. Genau, ich wollte noch tanken fahren danach, das machen wir auch direkt. Wir haben da nämlich nur einen halben Tank drin. Hey, da ist ein Mensch. Leben. So. Dann tanke ich ihm kurz hier noch. Einmal voll machen. So. Und rein. Und Abflug. Wahrscheinlich ja gleich der nächste Einsatz auch kommen noch. Musik, die so im Hintergrund läuft, die lässt dann auch zwischendurch mal eindösen. Dann fahren wir zum Feuerwehrdepartement zurück. Wie gesagt, wenn nicht da irgendwie wieder ein Einsatz reinkommt. Was ja durchaus jederzeit passieren kann bei der Feuerwehr. So, Garage auf. So, ich lasse die Tür mal auf. Mal hier um. Mit der Meinung nur das gleiche Zeug sind drin, ne? Die 5 und die 4. Diese komische Wechselbrücke. Drehleiter. Was auch immer das hier ist, weiß ich nicht. Achso. Jetzt ist gerade nichts. Wenn nichts passiert, ist auch immer gut. Doch, da kommt was. Friedhofsgelände, wurde ein Alarm gemeldet. Oi. Jetzt rennt er aber ganz schön. Das interessiert ihn auch gerade gar nicht, dass hier ein Auto kommt. Ein Feuerwehrauto kommt. So.
ist voll der Weg eigentlich zum Friedhof, ja. Wir haben noch 2 Minuten 50. Schaffen sollte man das ohne Probleme, aber von der Feuerwache bis zum Friedhof ist es extrem weit. Da fahre ich eine weiter. Dieses rechts, links und so. Da habe ich mich geradeaus und dann irgendwann rechts. Feuerlöcher. Aber den komischen. Kommt bestimmt wieder hier hinten irgendwo so eine Bank oder so. Und. Wo denn der Einsatz? Hier brennt doch gar nichts. Ja, ja, hier brennt wirklich nicht. Hier brennt eigentlich gar nichts. Warte mal. Guck mal, da kommen die Kollegen. 5 Minuten später kommen sie dann irgendwann mal erst. Eieiei. Gut, wenn hier nichts brennt. Hölle. Ja, vom Friedhofsgelände brennt irgendwas, aber ich weiß nicht wo. Vor allem, was zur Hölle? Schießen die hier hoch? Hier ist nichts. Warte mal. Das ist irgendwie so wie auch so eine austretende Flüssigkeit. Da brennt tatsächlich nicht. Das ist irgendwie so ein Fass wieder, was rumliegt. Okay. Dann holen wir mal den Roboter aus der Tasche. So, die Frage. Die komische Gießkanne, die hier steht. Da bin ich, dass das eine scheiß Gießkanne jetzt ist, oder was? Ne, ist es nicht, ne? Hätte mich auch schwer gewundert, wenn das die gewesen wäre. Weil ich keine Ahnung, wo das hier sein soll.
Wir stehen jetzt alle hier im Weg, dass ich da jetzt nicht gar nicht rauskommen könnte. Also muss es ja irgendwo hier rumliegen. Aber ich vermute, dass es hier drin ist, oder nicht? Das könnte mir... Das würde mich auch nicht wundern. Kann ich irgendwie eine Axt oder so? Oder Robert, das man... Nehmen wir mit einer ertretenden Flüssigkeit, ich weiß nicht. Das habe ich soweit verstanden, aber... Warte mal. Ist ja auch nichts, ne? Hä? Ja, leck mich doch mal, hier unten liegt's. Okay, dann weiß ich jetzt wenigstens, wo ich hin muss. Nie so einfach. Das liegt hier hinten, das Fass. Das ist aber auch im letzten Eck versteckt. So, jetzt muss ich zu diesem komischen, zu meinem Auto zurück. Und dann kann ich ja mit dem Computer, kann ich ja gucken, was das für ein Zeug ist. Ob das wirklich was Wichtiges ist, was Dramatisches ist es, oder ob das... So, einmal das. Dann gehen wir da wieder rein. Warte mal. So, ich mach die Tür mal zu. Und ich mach die scheiße Rede mal aus. Das nervt nämlich auch irgendwann. So, jetzt kann ich ja gucken, was das ist. Verdünner handelt. Somit kann Inhalt gefahrlos abgepumpt werden. Hunderte zu Pumpfeld aus dem Wechselrad positionieren von dem undichten Behälter, um Flüssigkeiten abzupumpen. Okay. Vor allem stehen die anderen einfach wie blöd in der Gegend rum und ich muss wieder die Arbeit machen hier. Wie immer. So, wo ist der Wechselrad? Der ist hier. Wo steht doch die alle? Alter, wo steht die eigentlich hier hin? Ja, es ist nicht drin. Hey, ernsthaft, ich stehe so, dass da kein Schwein rankommt. Ja, schön. Und wie soll ich da rankommen? Der eine steht im Container, oder was? Leg mich doch am Arsch. So.
Wir können die Hütchen nehmen. Ich muss den. Ne, das ist ein Geigerzähler, das hat damit nichts zu tun. Ölbinder. Ich schwöre, ich komme da nicht ran. Ich kann hier nicht weitermachen, schön, ne? Das war mir klar. Oder komme ich jetzt trotzdem ran? Ich komme hier nicht ran. Oder kann ich hier mit dem Ding was machen? Ich kann trotzdem springen. Aber ich kann nicht an diesen, ich komme nicht an den Pumpbehälter ran. Weil der eine einfach komplett nah, da dran steht. Ich weiß, du irgendwas ähnliches. Der ist auch nur ein Löschfahrzeug, ne? Du hast auch nichts an Bord, okay. Ja, ich kann nichts machen. Das Zeug liegt nämlich vorne in dem Container. Oh, leg mich doch am Arsch. Hauptsache, der steht in dem scheiß Container, weißt du? Und ich kann das Auto nicht wegsetzen. Du kannst auch nichts machen, ne? Das steht gar nicht. So, kann ich ihm einmal sagen, dass er sein komisches Moped da mal wegsetzen soll? Oder stehst du nur hier so doof in der Gegend rum? Mal dazu. Nein. Für die Farbe. Weil es ist Verdünner, ja. Aber ich kann ja nichts machen. Du mir, ich kann nichts tun. Ich kann hier nichts tun. Ja, es ist verdünner, aber. Ja, dann war's das. Ach, ist doch scheiße so. Und nicht, weil ich mein eigenes verschulden, sondern weil der einer da blöd im Weg rumsteht. Geil. Ich habe auch nichts, was in der gleichen bei mir passiert, ne? Feuerlöscher. Ne, ich kann nichts machen. Weil hier einfach wieder Scheiße steht. Ich komme auch nicht hier raus, ne? Leck mich doch. Doch, ich komme raus. Ich versenke die Karre zum See. Das ist ja, bringt ja nichts. Das ist doch scheiße so. Nichts tun.
Weil der Drecksack da einfach schön in dieser Wechselbrücke drin steht. Was willst du machen? Ja, Unaufmerksamkeit. Oh, welch eine Überraschung. Lustig. Machen wir mal Feierabend.